Starten direkt rein mit dem, was ich voll viel in den Kommentaren gelesen habe, was ich auch die ganze Zeit hier schon im Chat gelesen habe. Und zwar bin ich in einem neuen Meme-Compilation-Video von Kein Konzept drinne. Und zwar meintet ihr Episode 42, wenn ich mich richtig erinnere, im Sinn des Lebens. Das ist die hier, ja. In der soll ich drin sein. Schauen wir natürlich mal rein. Ich schau mal kurz, ob es die richtige ist. Angeschrieben. Yes, okay. Twitch am Limit 42, im Sinn des Lebens. Dann mal rein in Twitch am Limit. Mal sehen, wo ich am Limit war. Let's go. Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch am Limit. Ich hab hey, Napoleon ist doch der, der Amerika entdeckt hat, oder? Ist das... Fängt schon gut an. Fängt schon gut an. Dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Bringt nichts. In Twitch-Streams kann man sich nicht verbessern. Wenn du einmal was falsch sagst, ist falsch. Was ist 7 plus 7? 7 plus 7? Ja. 14? Mhm. 7 mal 7? 47? Er ist doch 13, oder? Spaß. Digga, ich hab seine Mutter ge... Oh ja! Aber es ist halt einfach so ein geiles Gefühl, wenn man sie dann tot hängt! Da! Ich komm für euch! Digga, was ist denn da los? An der Stelle würde ich mal ganz, ganz schnell fragen. Carsten, alles gut bei dir? Der Tod naht auf zwei Füßen! Sie denkt sich auch so, Digga, wo bin ich hier gelandet? Reese auch so, Digga. What? Ich weiß aber auch nicht, was, muss die Melodie erraten oder was? Ach so, es ist doch Marmorstein und Eisenbricht, oder? Marmorstein und Eisenbricht. Ja, ja, Digga. Boom, ich war sogar schneller als Gaby. Oh. Ja, zu dem Song haben sich meine Eltern getrennt. Kritisch. Was hast du denn für einen Sound? Oh, RIP. Digga. Ups. Da hat's mich geschüttelt. Okay. So. Ladies and Gentlemen, we got him. Oh, mir fällt gerade auf, ich bin ja gar kein Profi-Streamer. Hä, wo ist denn die Fernbedienung? Jetzt bin ich Profi-Streamer. Was soll der Clip jetzt sagen? Haben wir passt. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Ja, Kamera. Ich guck. Move rechts. Und... und kratz mir an meinen Mund und ich kratz mich. Ich wollte einfach mal kurz jetzt nicht im Mittelpunkt stehen, geh zur Seite und kratz mich am Mund. Man kennt ihn. Wer hat da geleakt? Ach, Kevin. Wiener heißt übrigens Wien auf Englisch. Das ist die Hauptstadt von Schweiz. Ein bisschen durchs Haus. Oh. Wie viel willst du in einem Satz falsch machen? Ja. Ein bisschen durchs Haus zu führen. Oh, man sieht seinen Kopf. Einfach mal zeigen, es hat sich in den letzten Jahren auch sehr vieles verändert. Ich hab Hugo, Alter. Die beiden neuesten Next Level Geier gefunden. Ich möchte euch kurz vorstellen, weil die beiden Jungs sind wirklich die Next Level Geier. Und zwar einmal Niklas und einmal Sydney, okay? Niklas hier nämlich am Reagieren auf den Vlog von Elena. Hier, Niklas, okay? Und Sydney, diese Fußballtypen, ja? Jedenfalls, ihr müsst euch... Kenne ich jetzt noch nicht, sind wir gespannt. Überlegen, warum weiß ich. Ich bin nämlich auch ein. Mission failed. We'll get him next time. Der Mond, der wievielte Planet ist der Mond in unserem Sonnensystem? Oh nein! Im Ernst? Kein Konzept, das hast du reingeschnitten. Ich würde sagen, der dritte. Ich muss mich da korrigieren, das ist ja peinlich. Das ist natürlich der vierte Planet im Sonnensystem. Mein, das denkt locker voll viele Leute, ich bin mega retarded. Aber das denkt ihr wahrscheinlich eh schon, oder? Auch Chat, Micky Weise. Wenn, oh, Entschuldigung. Das ist das Bild hier im Hintergrund, das Gengar. Erstmal Killer-Bild, das ist, glaube ich, ein Bild von Genghis, oder? Gengar, eh, bestes Pokémon an der Stelle. Da muss man auch einmal kurz sagen, wenn man meinen Desktop hier mal zeigt. Ehre, oder? Ich hab meinen Satz vergessen. Warte, wir machen das jetzt, wir reagieren jetzt auch so drauf, ja? Da steht auch noch nicht erschrecken. Nicht erschrecken? Übrigens. Oh Gott, ist es jetzt wieder laut, oder was? Ja, man kann auch über drei. Desktop geleakt, scheiße, Alter. Holy shit, Mann. Oh mein Gott, nein. Einfach seine Kopfhörer gerippt. Ich glaube, es sind sogar dieselben, die ich habe. Die sind echt teuer. Rip sein Geldbeutel.
den Schulterblick nicht vergessen. Und Nico wundert sich, warum er ständig seinen Führerschein verliert. No front. Nicht bestanden! Ich war kurz davor, mein Handy zu nehmen, gegen meinen Tischkante, ganze Zeit zu hauen. Oh! RIP Danny, Alter. Ist Titanic. Mann, ich hab doch danach gesagt, dass das nicht Titanic war, sondern hier Herr der Ringe. Besser ist es nicht. Es ist natürlich Avengers. Pass auf, jetzt kommt der Real Flex. Jetzt kommt der Real Flex. Achtung. Scheiße, ich kann es nicht mehr auswendig. Fuck. Schnell weiter. Jetzt mal ganz ehrlich, ich probiere ganz kurz einmal die Töne zu treffen und ihr sagt, ob es gut war, okay? It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Ich fand's jetzt nicht bad. Gibt's keinen anderen Weg zu sagen, dass ich kein Roboter bin? Kann ich dir eine Frage beantworten? 7 plus 4 und dann sage ich 10. Bumm! Du plus du ist vor! So als Kind, ohne Scheiß, als Kind habe ich so gedacht, dass so Kängurus einfach so süße Tiere sind. So, oh, die hüpfen so, voll, sehen ja voll besonders aus, haben so diese... Kängurus sind auch so süß. Ey, wusstet ihr, was die süßesten Tiere aller Zeiten sind? Es gibt so Tiere, nee, wie heißen nochmal die, die so Dämme bauen? Die waren Biber, ne? Es gibt so ein Tier im Fluss, ja, Biber, ne? Und wie heißt denn Biber auf Englisch? Biber, Englisch... Otter, meine ich Otter? Ja, Otter meine ich. Ich meine Otter. Jeder Otter hat einen Lieblingsstein, den er immer mit sich rumträgt. Und das Geile ist, die spielen auch so damit. Und die haben immer denselben Stein. Die nehmen den auch immer mit. Ich hab mal gehört, die haben so eine Tasche. Und da packen die diesen Stein einfach rein. Und manchmal holen die den einfach raus und spielen damit. Wie cool sind Otter denn bitte? Guck mal, die können so richtige Tricks mit ihrem Stein. Ich wusste das nicht. Warum ist sowas nicht bei Daddy Dose auf Internet? Das ist einfach fucking cute. Otter haben einfach einen Lieblingsstein. Und ich frage mich, was passiert, wenn die den verlieren? Haben die eine Midlife-Crisis? Diese kleine Bauchtasche, weißt du, boah, voll süß. Aber so, irgendwann gettet man dann halt, Kängurus sind einfach Tiere. Stell dir mal vor, der steht so vor dir. To save himself, he launches a right hand to the kangaroo's snout. Der, wir haben jetzt hier schon wieder den 5.4. Heute ist Ostern. Ostern ist in anderen Religionen der erste Advent. Lass mal was verstehen. Für viele. Ja, da gibt's 5 Adventskerzen und das heute brennt schon die erste. Lol. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Sieht man. Stark, stark, stark. Ich hoffe an der Stelle, dass meine Aussage mit dem Mond korrigiert wird, sonst ist mir das ein bisschen peinlich, ehrlich zu sein. Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. Lol.